maul ich gerne rum. Ja, und den Gebhardt scheißt du gerne an. Der ist ja noch gar nicht da. Ja. Aber trotzdem kann man es ja mal sagen. Was? Hab nichts gemacht? Seit wann musst du dafür was machen, um angemault zu werden? Hallo? Stinkt dir? Lass mich dir knuddeln. Ach, das ist diese blöde Ecke, wo nichts angenommen wurde, ne? Ja. Beim Thorsten nimmt sie das an. Wetten? Mm. Doch, die hat Angst. Kann ich ihr garantieren. Meinst du? Mhm. Wenn nicht der Boden wäre, würde die auch Angst kriegen. Das nimmt überhaupt nichts an. Oder doch? Oder doch nicht? Ich muss sie immer wieder umschalten, weil der hat nicht... Real Life da wegmacht. Ich glaube, das ist weg. Wassermarsch! Danke, Tina. Oh, wir haben schon 46 Minuten rum. Was ist denn hier los? Prost! Wo ist denn die Zeit rum? Komplett weg. Hin. Ja. Zum Wohl. Oh, ist das schön. Wenn wir den Fusel lange noch kennen, ne, dann können wir auch den Fusel knuddeln. Auf Opi-Art. Oh. Das Fusselchen. Alles weg. Nein. Nein. Alles. Anja ist alles weg. Ist alles weg. Ist gut. Ist gut. Mache nicht wahnsinnig. Der kommt doch von dem Feld nicht mehr runter. Mhm. Bei mir ist alles. Wenn du jetzt sagst, zu spät, dann glaube ich dir das. Dann komm nach unten, Schnuckelchen, und du darfst vorfahren. Oh, ja. So, jetzt weiter Shopping. Viel Spaß noch. Oh, ihr seid auf Shopping-Tour. Der Giftbiss kennt mich. Ist das jetzt gut oder schlecht? Ich hab keine Ahnung. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Shoppen. Was ist, Thorsten? Komm nach links rüber. Ja. Komm doch mal rüber. Mond suchen. Ja, bitte, bitte. Ich gehe auch immer gerne shoppen mit Omi. Mond. Gefunden, gut. Komm her. Komm, Thorsten. Komm. Bei dir kommt nie ein Huhn aus der Hütte. Dann sag ich dir jetzt, die rennen ja alle weg. Ja, du sollst vorfahren. Warum ich? Der Thorsten. Ja, da musst du auch sagen, Thorsten, und nicht du. Du kannst du Sell zum Thorsten sagen, das verstehe ich. Ja, der hat Dusel. Ja, willst du mal an die Kante? Ecke? Vielleicht ziehst du mal außen rum? Mach ich doch. Dann nicht du, die Anja. Ich bin doch da. Jetzt fahre ich als Zweiter. Das mache ich nicht mehr. Nein, jetzt gibt's auch nicht. Ach, du, was? Hallo, Opi. Einschalten, absinken und schnell weg von das Dann-Ding. Die nadelt ja die ganze Zeit. Ja. Echt jetzt? Blase? Ich bin nicht in der Vase. Dann zwei gehören doch in der Vase, oder? Hallo, ich stehe noch im Wald. Achso, du stehst noch im Wald. Ja. Das glaube ich dir sogar. Warum? Das weiß ich nicht, Opi. Du stehst stumm im Wald und der heißt Thorsten. Mhm. Hallo, Thorsten.
Gib Gas. Hau ab. Los. Peng. Peng. What? Peng. Ich habe das Problem, ich sehe die Linien kaum. Wow, ist das schlimm. Das liegt nicht an dem Spiel, das liegt ganz allein an mir. Warum? Oh, ich habe Traineraugen und so ein Mist. Ah, Vorstufe von Kopfaua? Nein, von ich habe geschlafen, das hatte leider keine Wirkung. Irgendeiner hat die Steckdose wohl abgeschaltet. Ach so. Akku kaputt. Ja, der Arschkuh ist kaputt. Die Arschkuh ist kaputt. Aber so kriegt man wenigstens blauen Sprachenlernbubble. Ja? Wunderschönen dreifach Vorgewinde hin. Dann werden wir uns mal nachher eine schöne Karatzahl aussuchen. 330. Mein Magen knurrt. Meiner nicht. Ich gebe meinem Magen auch nichts zu essen. Ja, jetzt sowieso nicht. Nein. Okay, ich fahr rückwärts. Ja, ich habe schon gebremst. Ja, dann muss ich auch anhalten. Ja, ja, logisch musst du auch anhalten, Mäusekind. Wie willst du denn sonst weiterfahren? Ich muss doch aber erst das Schnapsdosengesicht da rumlassen. Danke. Bitte. Opi Bäh. Selber. Jetzt fährt er auch noch rückwärts. Ja, logisch. Oh, Anja? Ja. Anja? Ja. Mach mir nicht noch mehr Kira, als ich schon bin. Das kriege ich doch gar nicht hin. Na, oh, der war ja noch schlimmer als was anderes zu sagen. Hallo? Was denn? Peng. Peng. Ja, Peng, Peng. Peng, die Peng. Ich wusste, heute Morgen passiert irgendwas Eigenartiges. Es ist geschehen. Wir kamen zu dritt am Feld. Ja. Na, auf dem lohnt sich's doch. Ja, auf den Feldern hier lohnt sich das wirklich. Was haben wir denn dann gleich nach dem Ansehen noch an Massenverarbeitungsgeschichten? Da ist nur noch dann auf der Feld 6 mit der Katharina, aber Katharina gibt es ja nur zu zweit. Warum kannst du das nur zu zweit machen? Weil wir nur zwei haben. Ja, dann gehen wir eine kaufen, du Ei. Was glaubst du, wofür das Geschäft da ist, das Laden-Dingbums-Zeugs? Jawohl, Sir Man. Wie geht das? Das heißt ja. Ja, Sir Colonel. Nee, nein, du kannst mich doch mal. Ja, Sir Colonel, Sir Ma'am. Ja, Memme. Ich glaub's nicht. Warum fährt er einfach weiter? Hast du vergessen, dass wir auch hier sind? Ich stehe. Naja, jetzt. In 3 Wochen vorgefahren, dann müssen wir noch auf Anja warten. Ja. Moin Puzzlechen von Giffels. Ich bin doch schon da. Peng.
Du hast eine Reaktion. Wieso? Ja, so ungefähr wie Wasser. Ist genau so, ne? Knäckebrot. Ganz langsam. Wo der Peng gemacht hat, gesagt hat, habe ich auf Knöpfchen gedrückt. Ach so. Und Anja ist hops. Ja. Jetzt können wir mal machen. Mach mal einen Anti-Peng. Wir müssen auf das komische Anja-Teil warten. Ich komme mal nah bei dich, Bisch, bei dich dran da so. Anja ist rausgeflogen. Ja. Oh, ich krieg einen Anruf. Ja, der Einricht an. Ja, bis gleich. Jetzt lassen sie mich hier alle alleine. Erst hauen sie mich alle an, schreien mich an, ich soll mich beeilen und jetzt hauen sie alle ab. Wieso abgehauen? Ich kann doch nichts dafür, wenn das blöde Internet sagt, du spielst jetzt nicht. Ich lass dich. Nicht. Ja, trink deinen Kaffee, mach dir eine gebastelt. Gut, hast du gerade ausgemacht. Mhm. Bin wieder da. Anja, ich muss dir sagen, wir verbringen zu viel Zeit miteinander. Du verstehst mich sogar schon, wenn ich in eine Tasse quassel. Das ist ja schrecklich. Achso, vergessen, Synchro zu sagen. Oh, ich habe Tränen im Auge. Wir stehen so und so, Anja. Zwei stehen von den Vieren. Ja, gut. Jetzt müssen wir nur noch Rami dabei haben. Das wäre der Knaller. Zu viert umfällt. Dann funktioniert überhaupt nicht mehr. Ich sag dazu nichts. Ui, hab gar nicht gesehen. Peter Palettina hat ja was am Arsch gemacht. Ja. Ui. Vor 10 Minuten. Ja, so pass ich auf. Ja. Und merkst du eigentlich, dass du selbst dabei, obwohl du so absolut in Aufpassmodus bist, sogar schon reden kannst? So, bin wieder da. Ich habe kein Bild. Oh, böses Bild. Gib mir Bild. Ja. Los jetzt. Na, hast geht doch. Bild. Gespielt. Ich glaube, man der Tannengrün erst immer zurecht zupfen muss, ne? Ja. Schlimmes Volk. Peng. Ich werde hier angeknurrt. Angeknurrt? Ja, vergesst eure Pauli-Punkte nicht reinzuwerfen. Wichtig und richtig, wie Monte immer sagt. Ich habe keine Ahnung. Den Monte, den ich kenne, der steht im Kühlregal. Das schmeckt doch bestimmt besser. Mhm. Könnte ich mir vorstellen. Aber dauert ja nicht mehr lang, dann haben wir ja Monte mit den Followerzahlen eingeholt, ne? Ja? Ja, noch 5-6 Minuten, dann haben wir den. Ach so, ja dann. Bei wie vielen Millionen liegt der jetzt? Ich hab keine Ahnung. Ich kenne den Kern hier gar nicht. Muss ich auch nicht. Ja, ist. Glaube ich zumindest. Es sollte männlich sein, ja? Ja, in der heutigen Zeit weiß man es ja nie, ne? Nein, Mund ist männlich, ja. Mir ganz ehrlich gesagt, ich glaube, das will ich gar nicht. Nein, habe ich gerade so drüber nachgedacht. Was? Das ist im Kühlregal stehen?
Im Flügel? Nein, ich will nicht im Flügel stehen. Da ist der